Landkarten helfen schnell und einfach, sich auf unbekanntem Terrain zu bewegen. Man muss nur wissen, dass Norden oben ist, blaue Linien Flussläufe sind und andere Farben Wege zeigen. Ähnlich einfach soll man sich bald in der Materialwissenschaft orientieren können. Ein Konsortium mit dem Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik und der Uni Freiburg an der Spitze möchte alle Werkstoffe und deren Funktionseigenschaften kartografieren. Chris Eberl koordiniert das Projekt. Wenn wir davon sprechen, Materialien zu kartografieren, beziehungsweise die Werkstoffe, die wir dann auch in technischen Anwendungen verwenden, dann meinen wir damit, dass wir die Eigenschaften praktisch so niederlegen wollen, dass sie jeder wieder nutzen kann, also alle Informationen darüber, aber auch, wie ist es hergestellt worden und wie lange funktioniert es noch, dass man auch in eine Prädiktion, also eine Vorhersage gehen kann. Sehr datenintensiv ist die Entwicklung von Materialien, die sich auf die Umgebung einstellen. Etwa eine Kunststoffstruktur, die auf Wasser und Temperatur reagiert, oder eine andere, die sich in Form bringt. Der Materialforscher Lars Pastewka ist sicher, dass die Kartografierung von Werkstoffen die Entwicklung dieser sogenannten adaptiven Materialien begünstigen wird. Ein Großteil der Leistung eines Ingenieurs heutzutage wird am Computer abgeliefert, durch Design von Bauteilen und Systemen und auch durch Modellierung, also Computersimulation. Und gerade für adaptive Materialien wird dieser Designprozess viel, viel komplizierter werden als für existierende statische Ingenieursmaterialien. Und es wird nicht mehr gehen ohne Simulation, ohne Modellierung. Und dafür braucht man eine große Datensammlung der zugrunde liegenden Materialeigenschaften. Um an das optimale Material für einen bestimmten Zweck zu kommen, sorgen bei der Datenabfrage genauso wie bei Online-Landkarten Querverweise für detaillierte Informationen. Es ist nicht nur so, dass ich einen Begriff habe, der beschrieben wird, sondern auch alle Begriffe wieder verlinkt habe, die damit zusammenhängen. Und diese Entwicklung von einem Datenraum, wo ich alle Abhängigkeiten abbilde, so ähnlich funktioniert das auch. Das heißt, wenn Sie mehr wissen wollen zum bestimmten Begriff, kann ich noch den nächsten Link nehmen und noch tiefer mich informieren. Die Sammlung der Werkstoffdaten, abgekürzt MATWERK, ist Teil der sogenannten Nationalen Forschungsdateninfrastruktur NFDI, wo die Daten landesweit für die wissenschaftliche Forschung verfügbar gemacht werden. Die NFDI soll allen, die Grundlagenforschung betreiben, unterstützen, so eine Infrastruktur aufzubauen. Das bedeutet, beispielsweise Universitäten oder außeruniversitäre Institutionen wie zum Beispiel Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer oder Leibniz-Institute, aber auch Hochschulen und alle, die Projekte haben, wo sie verstehen wollen, wie die Materialien tatsächlich funktionieren. Dazu kommen Einsatzfelder außerhalb der Grundlagenforschung. Es ist auch die Möglichkeit, um ganz gezielt Informationen zur Verfügung zu stellen, sodass zum Beispiel Ingenieure, die eine Brücke, sage ich mal, konstruieren und überprüfen, ob das in Ordnung ist, genauso wie die Statiker, die dann tatsächlich, wenn die Konstruktion steht, ganz genau ausrechnen, welche Lasten sind denn wo in der Brücke verteilt. Die alle greifen auf bestimmte Informationen zu. Und wenn man jetzt hier eben drauf schaut, dann sehen wir, dass der Statiker, der die Mechanik macht, der braucht bestimmte Informationen. Und wir haben dann die Ingenieure, die hier eine andere Information hier unten suchen. Oder ich kann natürlich auch dann als Materialwissenschaftler, der dann hinterher prüft, wie sind denn die Eigenschaften? Sind die auch genau so, wie wir sie simuliert haben? Die kann ich zusammenführen und alle können sie jederzeit wieder herholen und auch die benutzen. Das NFDI-MATWERK-Projekt will die Strukturierung der vorhandenen Werkstoffdaten möglichst schnell vorantreiben, damit die Forschung davon profitieren kann. Wir haben jetzt für 5 Jahre den ersten Teil beantragt. Und dann glauben wir, dass wir in 1 bis 2 Jahren schon erste Ergebnisse haben, mit denen unsere Nutzer in der Community tatsächlich ihre Daten abspeichern, auch wieder rausholen können. Und damit wird es eigentlich schon operational. Das NFDI-MATWERK-Projekt an der Uni Freiburg wird vom Exzellenzcluster LIFMATS koordiniert.